Ziel des Wirtschaftens ist letztlich die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen, tendenziell Grundbedürfnissen, lebender und zukünftiger Generationen unter zwei Bedingungen, nämlich unter Einhaltung oder unter dem Respekt der demokratischen Grundwerte. A, zum Beispiel nicht durch Sklavenarbeit und B, innerhalb der ökologischen planetaren Grenzen B. Ja, herzlich willkommen in der Wirtschaft, Christian und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an? Mit Fairtrade-Kaffee selbstverständlich und mit dem Trinkspruch zum Gemeinwohl. Ich stoße mit dem Wasser und selbstgemachten Ingwer-Sirup an. Ja, ich auch eine Orangina, dann zum Gemeinwohl. Ja, herzlich willkommen zu unserer 28. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen wollen. Dafür sprechen wir mit Expertinnen aus den verschiedensten Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. An der Theke stehen heute für euch Rudi und Felix, das bin ich. In unserer letzten Folge hatten wir eigentlich angekündigt, dass wir heute mit Tillmann Altenburg über Industriepolitik sprechen. Mit ihm werden wir tatsächlich auch nächste Woche sprechen und freuen uns jetzt aber sehr, dass uns heute quasi noch ein Gast dazwischen gekommen ist. Genau, in unserer heutigen Folge ist nämlich Christian Felber zu Gast. Hallo Christian, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Zwischenlandemöglichkeit. Christian, du bist freier Publizist, Autor, Hochschullehrer und Gründungsmitglied von ATTAC Österreich gewesen. Du hast außerdem das Buch Gemeinwohlökonomie geschrieben, worüber wir heute hauptsächlich mit dir sprechen möchten. Das Buch wurde zum Spiegel-Bestseller und hat eine sehr große Welle geschlagen, auch international, was wir dann auch jetzt gleich noch von dir im Detail hören werden. Was mich direkt mal interessieren würde, wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich mit wirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen? Denn wie ich gelesen habe, hast du mal romanische Philologie, und Spanisch in Wien und Madrid studiert. Also mein Engagement für Reformen der Wirtschafts-, Geld-, Finanz- und Handelsordnung entspringen einem tiefen Mitfühlen mit der Welt, also einem Verbundensein mit der Welt, könnt ihr auch Empathie nennen, und dem Wahrnehmen von sozialen und ökologischen Schädigungen unserer natürlichen Mitwelt, aber auch einem unglücklichen Funktionieren der Gesellschaft. Und da wollte ich dann einfach beitragen zu einem gesünderen, friedlicheren, gewaltfreierem Umgang in diesem großen Lebenszusammenhang. Und das aggressivste Einzelelement, das hier sozusagen stört, statt Harmonie zu bewirken oder statt Gleichgewicht zu bewirken, das finde ich ja immer ein ganz besonders spannendes Moment, mit Anspielung auf den Theoriekern der Neoklassik, ist das gegenwärtige Wirtschaftssystem und die gegenwärtige Wirtschaftsweise hier sozusagen eine Problemursache, eine ganz eminente. Und deshalb habe ich mich dann spezifischer und eingehender mit der Wirtschaft, der Wirtschaftswissenschaft und der Wirtschaftspolitik beschäftigt. Und aus dieser jahrzehntelangen Beschäftigung heraus ist dann fast schon am Ende dieser eingehenden Befassung die Gemeinwohlökonomie entsprungen. Das heißt, du hast dich außerhalb des Studiums quasi mit diesen Fragen hauptsächlich beschäftigt. Es ist viel radikaler. Ich wollte erst gar nicht studieren, weil das Studium cogito ergo sum für mich in eine Vergeistigung der menschlichen Existenz geführt hat, die uns trennt von unseren Gefühlen, vom Körper, vom Fühlen und Mitempfinden mit dieser Welt. Und das ist sozusagen die Falle der Ratio und der menschlichen Vernunft. Und der wollte ich entgehen, indem ich da mich nicht einseitig bilde und damit verforme und verbilde. Und dann habe ich zu tanzen begonnen und habe auf Biobauernhöfen in drei Ländern freiwillig gearbeitet und bin auch nach innen sehr stark gegangen. Und als Ergebnis wollte ich dann zumindest Universalwissenschaften studieren. Und das war so also das einzig annehmbare Studium für mich, das Ganze.
also nicht einen Wissenschaftszweig. Jedes Zweiglein ist ja anmutend und nett für sich, aber interessiert hat mich immer der Baum, aus dem die großen Äste und dann die Zweige entspringen. Und das wäre eben die Universalwissenschaft. Und die war auch nirgendwo angeboten an den österreichischen. Damals war ich ja noch nicht so von so tiefer Kenntnis, was es alles gibt. Heute würde ich vielleicht am Schumacher College Universal Science studieren oder Wissenschaftstheorie würde ich heute ganz gerne studieren. Aber damals gab es einfach überhaupt nichts, auch nur annähernd in diese Richtung. Und darum habe ich mich dann letztlich entschieden, sowohl zu tanzen als auch ein Kombinationsstudium zu absolvieren. Da war dann romanische Philologie und Soziologie und Politikwissenschaft und Psychologie dabei und einiges andere auch noch. Und so habe ich dann meinen persönlichen Kompromiss gefunden mit diesem Wissenschaftssystem. Wirtschaft noch vielleicht als kleines PS habe ich mir überlegt, habe mich aber damals emotional, energetisch, intellektuell und spirituell so dermaßen abgeturnt. Also es war eine so öde Langeweile, die da ausgestrahlt hat von diesen Wirtschaftsstudienangeboten, die es da gab, dass das für mich überhaupt keine Option war. Heute kann ich mir das viel besser erklären. Damals konnte ich nur sozusagen auf mich selbst horchen und sagen, ne, das ist nichts für dich, da würdest du sterben an Langeweile und an der Ödnis des Geistes. Ja, danke. Das ist ein sehr interessanter Lebenslauf, den du da präsentierst und bist ja dann am Ende trotzdem bei der Wirtschaft gelandet, obwohl du es nicht wolltest und hast dann sozusagen die Gemeinwohlökonomie entwickelt. Und bevor wir aber jetzt genau darauf eingehen, Christian, willst du uns vielleicht erstmal sagen, was verstehst du unter Gemeinwohl? Ja, also Gemeinwohl ist ein Leitwert wie alle anderen Leitwerte, wie die Menschenwürde an erster Stelle. Vielleicht von allen Leitwerten, dazwischen gibt es die Freiheit und die Gerechtigkeit und die Solidarität und die Nachhaltigkeit. Aber die beiden höchsten Leitwerte sind die Menschenwürde auf der individuellen Dimension und das Gemeinwohl in der Kollektivdimension unseres menschlichen Seins. Und dazwischen halten sie die Brücke für die anderen Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit, die alle im Gemeinwohl inbegriffen sind. Also es ist zunächst einmal ein Summenwert aller anderen Grundwerte. Damit ist er immer noch gleich ungenau und diffus wie jeder andere Grundwert. Jeder Mensch kann etwas anderes unter Freiheit verstehen. Jeder Mensch kann etwas anderes unter Gerechtigkeit und unter Nachhaltigkeit verstehen. Und trotzdem sind es unsere Grund- und sogar Verfassungswerte. Und trotzdem müssen unsere Gesetze diesen Leitwerten folgen. Und die logische Konsequenz daraus ist, um genauer zu bestimmen, was das Gemeinwohl ist, können wir nur einen demokratischen Ausverhandlungs- und dann Entscheidungsprozess dazu organisieren. Das brauchen wir eigentlich nur an wenigen Stellen, weil an den allermeisten Stellen haben wir schon Gesetze, die dem Prinzip der Gerechtigkeit, der Solidarität oder der Nachhaltigkeit entsprechen. Und aus meiner Sicht brauchen wir das eine Definition für das Gemeinwohl eigentlich nur an einer einzigen Stelle, nämlich an der Stelle, wo heute das Bruttoinlandsprodukt steht. Und statt die Wirtschaftspolitik und auch andere Politikfelder auf das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts auszurichten, würde es ausreichen, insbesondere die Wirtschaftspolitik, aber nicht nur auf das Wachstum eines demokratisch komponierten Gemeinwohlprodukts auszurichten. Und wir haben da eine sehr präzise Idee, wie das entwickelt werden könnte. In aller Kürze würden die Menschen befragt, was sie unter Gemeinwohl, unter Lebensqualität, unter einem guten Leben für alle, das sind für mich alles Synonyme, verstehen. Und von den vielen 100 Vorschlägen, die dann vermutlich aufkommen würden, würden wir die 20 am häufigsten genannten oder am stärksten unterstützten aussieben. Und die wären dann wir nennen das metaphorisch die 20 Facetten des Gemeinwohldiamanten oder eben die 20 Subziele des Gemeinwohlprodukts, das dann auch operationalisiert werden muss. Und von dem müsste man dann in einer Sekundärübung dann die unternehmerische Gemeinwohlbilanz ableiten. Die Fragestellung wäre, was trägt ein Unternehmen zum volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt bei?
und die auf der Mikroebene der Finanzwirtschaft die Gemeinwohlprüfung für jede Investition. Genau, da würden wir gleich noch genauer drauf eingehen. Ich habe noch kurz die Frage, wenn du sagst, dass das Gemeinwohl quasi die Summe unserer Werte, unserer wichtigsten menschlichen Werte ist, aber gleichzeitig sagst, wir leben noch nicht wirklich in der Gemeinwohl oder haben dieses Ziel noch nicht erreicht. Was ist dann das Problem? Also sind es dann wirklich unsere Werte oder warum haben wir dieses Ziel noch nicht erreicht, obwohl es alle oder unsere zentralen Werte sind? Ja, vielleicht noch eine kurze Vorausschickung. Den kulturellen Leitwert des Gemeinwohls gibt es in allen Kulturen, laut transkultureller Anthropologie und auch Ethikforschung. Das heißt, der ist über die Raumgrenzen und auch über die Zeitgrenzen universell. Es ist ein universeller Wert und steht für mich einfach die größtmögliche Harmonie des Ganzen. So könnte man es auch nochmal umschreiben. Und trotzdem muss man es dann in einem demokratischen Gemeinwesen genau definieren. So, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Bitte gib mir nochmal kurz ein Stichwort hier. Genau, wenn du sagst, das muss jetzt demokratisch definiert werden und wir davon ausgehen, dass wir in einer funktionierenden Demokratie leben. Wie kann es dann sein, dass wir es noch nicht geschafft haben, quasi unsere zentralen Werte umzusetzen? Der Widerspruch, danke. Genau, weil sozusagen insbesondere ein Wirtschaftssystem unter der Maske des Gemeinwohls, wir nennen das halt Wohlstand oder Wohlfahrtstheorie in der neoklassischen Wirtschaftswissenschaft, und durchaus auch wird es immer wieder Gemeinwohl genannt, unter der Maske sozusagen dieses Anspruchs, dem Gemeinwohl zu dienen, wird aber dann etwas ganz anderes veranstaltet. Und ich würde das an zwei Kernwidersprüchen festmachen, obwohl auch die neoklassischen Ökonominnen sagen würden, letztlich geht es um Wohlfahrt, um Wohlstand oder um das Wohl aller sogar. Messen Sie das dann? Sie definieren es nicht einmal und Sie messen es nicht, sondern wir operieren dann mit finanziellen Zielgrößen und Kennzahlen, wie eben der Finanzrendite auf der Mikroebene, dem Finanzgewinn auf der Mesoebene und dem Bruttoinlandsprodukt auf der Makroebene der Volkswirtschaft. Und das sind die Schlüsselindikatoren der ökonomischen Erfolgsmessung. Und die alle drei messen eben nicht das Gemeinwohl und sie messen nicht die Lebensqualität und sie messen nicht ein gutes Leben für alle, sondern sie messen die Mittelverfügbarkeit. Es sind monetäre, / finanzielle Indikatoren. Und wir haben in der Wirtschafts- und Philosophiegeschichte haben wir hunderte von Dokumenten, dass Geld und Kapital keine Zwecke sind, sondern sie sind Mittel des Wirtschaftens. Und das ist eine ganz fundamentale Unterscheidung, die sich bis heute in unsere demokratischen Verfassungen zieht. In der Bayerischen Verfassung steht ganz explizit, Kapitalbildung ist kein Selbstzweck, es ist nur Mittel zum Zwecke der allgemeinen Wohlfahrt. Und das ist exakt die Definition von Ökonomie, die Aristoteles geprägt hat. Er hat gesagt, in einer Ökonomie ist das Ziel das Wohl aller und das Geld und das Kapital sind nur die Mittel. Und wenn sich diese Relation verkehren würde, also wenn wir zuerst nach mehr Geld oder nach Kapitalmehrung streben würden, sagt Aristoteles, dann wäre das gar keine Ökonomie mehr, keine Eukonomie mehr, dann wäre das die Perversion, die Verkehrung oder die Entartung der Ökonomie zu ihrem Gegenteil, nämlich zu Kapitalismus. Er hat es damals Chrematistiké genannt, er hat sogar einen eigenen Begriff dafür verwendet. Und in der Chrematistiké oder im Kapitalismus, hier geht es primär um Gelderwerb, Kapitalmehrung oder volkswirtschaftlich aggregiert um ein möglichst großes Bruttoinlandsprodukt, das in monetären oder finanziellen Einheiten gemessen wird. Aber wohlgemerkt, und das ist für mich eine ganz fundamentale Unterscheidung, das sind keine Erfolgsmessgrößen für eine Ökonomie, sondern für Kapitalismus. Und das ist ein fundamentaler Unterschied und das ist für mich die generelle Erklärung von all diesen Kollateralschäden im Wirtschaften, wenn wir das Mittel zum Zweck machen, wenn wir Geld und Kapital anstatt dort, wo es sinnvoll ist, als Mittel zu nutzen und an anderen Stellen auch gar nicht, sondern wenn wir die zum Zweck machen, dann kommen die eigentlichen Ziele und Werte unter die Räder.
die Umwelt, das Weltklima, die Artenvielfalt, der soziale Zusammenhalt, die Menschenwürde, die Gendergerechtigkeit und die Demokratie. Das ist meine Generalerkenntnis. Und dafür muss man aber verstehen, dass das, was heute als Ökonomie präsentiert wird und gelehrt wird, eigentlich das Gegenteil von Ökonomie ist, nämlich Kapitalismus, so wie es Aristoteles unterschieden hat und definiert hat, weshalb wir in der Erfolgsmessung einen Systemfehler begehen. Wir messen den Erfolg des Wirtschaftens nicht an der Erreichung der Ziele, wie sie sogar in den Verfassungen bestätigt sind, sondern wir messen den Erfolg des Wirtschaftens an der Verfügbarkeit oder sogar der Anhäufung und Maximierung der Mittel. Das ist der Systemfehler Nummer eins. Und eine zweite Antwort hätte ich auch noch, wie diese fundamentale Verwechslung passieren konnte. Wenn man die Wirtschaftsbildung heute analysiert, so wie in der schulischen und auch in der hochschulischen Wirtschaftsbildung, welche Werte da transportiert werden, dann erkennen wir, dass dort eben nicht die Grundwerte Gemeinwohl, Menschenwürde, Nachhaltigkeit, Solidarität und Gerechtigkeit voranstehen und dann gelehrt wird. Und alle wirtschaftlichen Aktivitäten müssen sich diesen demokratischen Grundwerten, an diesen Werten orientieren, sondern es wird gelehrt, ein Wertesystem aus Eigennutzenmaximierung, Konkurrenzorientierung, Materialismus, Verfolgung von finanziellen Kennzahlen primär und ewiges Wachstum für unersättliche Bedürfnisse. Und das ist ein konträres Wertesystem zum demokratischen Grundwertesystem. Und das Problem ist, das sagt die neoklassische ökonomische Bildung nicht dazu. Die sagt von sich selbst, ich bin wertfrei. Ich bin eine objektive Quasi-Naturwissenschaft. Aber implizit, das haben eben Studien gezeigt, transportiert und propagiert sie dieses Wertesystem, das unserem demokratischen Grundwertesystem diametral widerspricht. Die Verfassungen sagen, wir sollen unsere Gaben und Talente zum eigenen Wohl und zum Wohl der anderen verwenden. Und die ökonomischen Lehrbücher sagen, wir sollen nur unseren eigenen Nutzen maximieren und die Interessen und Bedürfnisse von anderen Lebewesen, die interessieren uns gar nicht. Also würdest du sagen, dass die Wirtschaftswissenschaften der zentrale Faktor sind, warum wir als Gesellschaft und auch die Politik irgendwie die Ziele verwechseln? Im Zusammenspiel mit der Wirtschaftspolitik. Mhm. Ich finde, dass eine gute Gesamtmachtanalyse von Fabian Scheidler getätigt wurde. Er sagt, es gibt ideologische Macht, es gibt rechtliche Macht, es gibt ökonomische Macht und es gibt militärische Macht. Und die beiden Aspekte, die ich jetzt genannt habe, dass die Wirtschaftswissenschaft ein eigenes Wertesystem unter dem Deckmantel der Wertfreiheit und der wissenschaftlichen Objektivität verkauft und dass sie Kapitalismus als Ökonomie verkauft und diesen Unterschied nicht transparent macht, sondern verdunkelt und verschleiert. Das sind zwei Schachzüge auf der Ebene der ideologischen Macht. Also die neoklassische Wirtschaftswissenschaft hat hier Hoheit erlangt, Hegemonie nennt man das. Die große Mehrheit der Ökonominnen nehmen dieses Wertesystem unbewusst auf, transportieren es unbewusst weiter und errichten dadurch eine ideologische Herrschaft dieses neoklassischen Wertesystems, das mit unserem demokratischen Grundwertesystem unvereinbar ist. Das Ganze muss aber dann verrechtlicht werden, sonst wirkt es nicht. Und die Verrechtlichung, also die rechtlichen Spielregeln, die diese neoklassische Ideenwelt in Gesetze übersetzen, das ist die Wirtschaftspolitik. Und die nennen wir nicht neoklassisch, sondern die nennen wir neoliberal. Von Privatisierung über Steuersenkungen für die Reichen, Handelsliberalisierung oder freier Kapitalverkehr bis in die letzte Steueroase. Das ist sozusagen die rechtliche Macht, die damit einhergeht. Und die wiederum hat als Folge die Hochkonzentration ökonomischer Macht, also die Herausbildung von hypertrophischen, gigantisch großen transnationalen Konzernen oder auch individuellen Vermögen, die mittlerweile
kurz davor sind die 200 Milliarden Dollar Grenze zu sprengen. Und das ist eine sogenannte positive Rückkoppelung, weil wenn einzelne Unternehmen so groß und mächtig sind und einzelne Privatpersonen so groß und mächtig sind, dann haben sie auch die Macht zu verhindern, dass der politische Regelsetzer die rechtlichen Spielregeln wieder in Richtung der demokratischen Grundwerte korrigiert. Das ist exakt die Situation, in der wir gerade sind. Die Politikwissenschaft analysiert das als Postdemokratie. Die formal funktionierenden und existierenden Demokratien sind nicht mehr in der Lage, die Mehrheitsbedürfnisse und die Mehrheitswerte, nämlich die eigentlich schon bestehenden demokratischen Grund- und Verfassungswerte, in rechtliche Spielregeln zu übersetzen, weil die ökonomische Machtkonzentration zu groß geworden ist. Jetzt sind wir schon sehr tief reingegangen ins Thema. Christian, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was macht die Gemeinwohlökonomie besser, als wir es im derzeitigen Wirtschaftssystem haben? Vielleicht zunächst einmal, sie nimmt das Ganze ins Bild. Also sie jetzt nicht ein Reformvorschlag und sie arbeitet eben nicht nur auf der Bildungsebene, sondern sie versucht, die Analyse möglichst ganzheitlich zu gestalten. Und eine Konsequenz daraus ist, dass wir auf der Ebene der ideologischen Macht und der rechtlichen Macht und der ökonomischen Macht gleichzeitig ansetzen. Also wir schlagen ein Wirtschaftsmodell vor, das mit den demokratischen Grundwerten im Einklang ist, aber das nicht auf der rhetorischen Ebene, sondern wirklich in jeder einzelnen Spielregel bis hin zum sanftesten Anreiz sollen die Werte des Wirtschaftens mit denen der Gesellschaft übereinstimmen, statt zu denen im Widerspruch zu stehen. Wir würden dann auf der Ebene der Demokratie, würden wir den heutigen Demokratien, die rein repräsentativ oder fast ausschließlich repräsentative Demokratien sind, würden wir weiterentwickeln durch die weitere Ausdifferenzierung der Gewalten zu einer souveränen Demokratie, damit dort, wo die Parlamente und Regierungen nicht willens sind oder aufgrund der Vereinnahmung durch die konzentrierte ökonomische Macht nicht in der Lage sind, die Spielregeln entscheidend zu ändern, zum Beispiel die Ungleichheit zu begrenzen oder eine globale Fusionskontrolle einzurichten oder den freien Kapitalverkehr in Steueroasen zu beenden und die Freiheit des Kapitalverkehrs an Steuerkooperation zu knüpfen, wo 90% der Menschen sofort dafür wären und dem zustimmen würden. Solche Grundsatzentscheidungen würden wir in die Hände des Souveräns legen. Und Folge dessen wäre, dass die heutige Dimension der Kapital- und Machtkonzentration nicht mehr möglich wäre. Und dann wäre auch die Korrumpierbarkeit des politischen und demokratischen Systems verhütet. Wir würden dann auf allen drei Ebenen der gesellschaftlichen Machtverhältnisse ansetzen. Okay, das wäre auf jeden Fall nochmal fast ein Thema für sich. Jetzt über diese genauen Demokratie-Konzepte zu sprechen. Wir wollten jetzt nochmal genauer auf den Kern der Gemeinwohlökonomie eingehen. Und zwar besteht der ja, oder so das Hauptinstrument darin, sogenannte Gemeinwohlbilanzen zu erstellen. Könntest du vielleicht in so ein, zwei Sätzen erklären, wie genau du dir die Umsetzung dieser Gemeinwohlbilanzen vorstellst und wie die aussehen sollen? Sehr gerne. Nur vielleicht zur Einordnung aus meiner Perspektive sind die Gemeinwohlbilanzen derzeit am bekanntesten, sozusagen die Galionsfigur der Gemeinwohlökonomie, aber die Skelettstruktur oder die Grundstruktur der Gemeinwohlökonomie ist der Dreiklang aus Gemeinwohlprodukt für die Volkswirtschaft, demokratisch komponiert, davon abgeleitet dann die betriebliche Gemeinwohlbilanz und die Gemeinwohlprüfung für jede Investition, damit sichergestellt ist, dass die ökonomischen Mittel, die in die Zukunft fließen, investieren heißt hineingießen in die Zukunft, damit die eben eine nachhaltige Entwicklung gestalten und weder unsere ökologischen noch unsere sozialen Gemeingüter schädigen. Wir haben derzeit noch kein demokratisch komponiertes Gemeinwohlprodukt. Deshalb haben wir die Gemeinwohlbilanz, die es seit 2011 gibt und die bald von 1000 Organisationen, nicht nur Unternehmen, auch Kommunen und Hochschulen, freiwillig erstellt wurde, auf Basis der bestverfügbaren demokratischen Ergebnisse aufgebaut. Und das sind die jetzt schon mehrfach referenzierten demokratischen Grund- und Verfassungswerte. Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Demokratie
sind nicht unsere Lieblingswerte, sondern das sind die häufigsten Verfassungswerte in Demokratien. Deshalb haben wir sie als Referenz herangezogen für unsere sogenannte Scorecard. Wir schneiden diese demokratischen Grundwerte mit allen Berührungsgruppen von Unternehmen. Auf Englisch sagt man das Stakeholder. Also alle Lebewesen, mit denen ein Unternehmen in seinem gesamten Aktionsbereich zu tun hat, interagiert oder die betroffen sind. Das reicht eben vom Beginn der Zulieferkette bis in die siebte zukünftige Generation von Menschen und alle anderen Lebewesen. All diese Betroffenheiten werden mit betrachtet und wir fragen, wie konsequent eine Organisation diese Grundwerte gegenüber diesen Betroffenen lebt. Und im Unterschied zu den bisher traditionellen Nachhaltigkeitsberichten, die ganz individuell gestaltet werden können, streben wir eine Standardisierung der ethischen Berichterstattung an, indem erstens über alle Werte berichtet werden muss. Das heißt nicht nur ein bisschen Umweltschutz oder Klimaschutz, sondern genauso Fragen der Mitentscheidung, des Eigentums, der Steuergerechtigkeit oder Genderfragen, nur zum Beispiel. Und dann wollen wir die Gleichstellung mit der Finanzbilanz. Das ist so zu verstehen. Unternehmen sind juristische Personen, sind keine natürlichen Personen und haben deshalb keine Menschenrechte. Es sind Rechtskonstrukte. Sie haben keine Menschenwürde und sie haben keine Menschenrechte. Es sind soziale Konstruktionen, die wir ins Leben rufen. Wir sind also das demokratische Gemeinwesen, der Rechtsstaat ist der Schöpfer von juristischen Personen, von Unternehmen und darf sie und muss sie deshalb mit Rechten und mit Pflichten ausstatten. Und die bekannteste Pflicht ist die Steuerpflicht. Und die setzt an einer Publizitätspflicht. Und die Publizitätspflicht, an der die Steuerpflicht ansetzt, ist die Finanzbilanz. Eine Finanzbilanz ist keine freiwillige Übung, sondern das ist die verpflichtende und standardisierte Veröffentlichung von finanziellen Kennzahlen. Das, worauf sich die Wirtschaftswissenschaft seit 1870 kapriziert und fokussiert, weil die am leichtesten und am mathematisch exaktesten zu messen sind. Das ist der wichtigste Grund, warum die Neoklassik sich auf diese Form von Kennzahlen fokussiert hat. Aber der große Nachteil, sie messen einfach nur die Mittelanwesenheit oder die Mittelverfügbarkeit, aber sie sagen überhaupt nichts über die Zielerreichung eines Unternehmens, einer Organisation und eben ihre Interaktion mit den gesellschaftlichen Grundwerten aus. Und das macht die Ethikbilanz. Die ist eigentlich, man kann es ganz schonend formulieren, eine Erweiterung der Publizitätspflicht. Sozusagen die Erweiterung der Pflicht einer juristischen Person, Informationen, die für die Allgemeinheit relevant sind, diese Berichtspflicht auszuweiten. Das ist die Gemeinwohlbilanz. Und da sind von den Menschenrechten über Gender und Machtkonzentration bis Klimaschutz und Artenvielfalt alle relevanten ethischen Themen enthalten. Ja, und da werden nicht nur die Schlüsselkennzahlen publiziert, sondern die werden dann auch bewertet. Und das ist so wichtig, weil in der derzeitigen Marktwirtschaft die sogenannten Externalisierer, also die Schäden und Kosten an den Gemeingütern und an den Grundwerten anrichten, diese nicht bezahlen. Das versteht man unter Externalisierung von Kosten. Und anders gesagt, haben diejenigen, die keine Rücksicht auf Mensch und Umwelt nehmen, haben niedrigere Kosten und dadurch einen Preisvorteil auf Märkten und damit einen Wettbewerbsvorteil. Und das ist der zentrale Systemfehler oder eben die Perversion in der Marktwirtschaft. Und um den zu korrigieren, schlagen wir vor, dass die Kosten externalisieren, das ausweisen müssen. Die hätten dann sozusagen ein schlechtes Gemeinwohlplanungsergebnis. Und die diese Kosten nicht anrichten, weil sie selbst tragen, weil sie internalisieren und stattdessen Nutzen externalisieren, die hätten eine entsprechend bessere Bewertung und damit ein höheres Gemeinwohlplanungsergebnis. Und jetzt kann man die sozusagen, die Umwelt und Mensch und Gesellschaft schützen und unsere demokratischen Grundwerte einhalten, die kann man jetzt da umfassend begünstigen. Man kann sie bevorrangen im öffentlichen Einkauf, in der Wirtschaftsförderung. Man kann ihnen günstigere Finanzierung zur Verfügung stellen. Man kann die Steuerlast verringern. Man kann sie letztlich freier handeln lassen als die anderen, einen freieren Marktzugang gewähren
und umgekehrt so lange, bis die klimafreundlichsten und die sozial verantwortlichsten und ethischsten auch regionalen Produkte und Dienstleistungen für die Endverbraucherinnen preisgünstiger sind als die klimaschädlichen Counterparts. Das wäre aus unserer Sicht eine sinnvolle, wichtige Korrektur der Marktwirtschaft in Richtung einer ethischen Marktwirtschaft von der derzeitigen kapitalistischen Dumping-Marktwirtschaft weg. Wir haben uns die Kategorien auch mal angeschaut, die bewertet werden sollen, und wir haben uns dann gefragt, wie möchtet ihr vorgehen, wenn ihr den sozialen Zusammenhalt, ökologische Stabilität und subjektives Wohlbefinden messen möchtet? Wir stellen uns das ein bisschen schwierig vor, teilweise bei den Kategorien. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was sagen? Ja, sehr gerne. Also das Ad-hoc-Klischee oder die Ad-hoc-Reflexvermutung wäre, eine Finanzbilanz ist einfach zu messen und hyperpräzise und exakt, und eine Gemeinwohlbilanz ist qualitativ und ist entsprechend viel schwieriger zu messen und viel weniger exakt. Da das gar nicht so schwarz-weiß ist, möchte ich ein Pärchenbeispiel nennen. In der Finanzbilanz gibt es immer wieder die Bewertung von Vermögenstiteln, aber ob eine Immobilie, ein Grundstück oder ein Wertpapier jetzt so viel wert ist oder so wenig, das ist reine Ansichtssache und letztlich Spekulation. Darum sagen manche, da gibt es Voodoo, also Voodoo möchte ich jetzt nicht herabwürdigen, spekulative Elemente in der Finanzbilanz. Hingegen gibt es in der Gemeinwohlbilanz, zum Beispiel bei der Messung der Einkommensungleichheit, die ist mathematisch exakt. Da gibt es überhaupt keine Unschärfe. Und solche Elemente gibt es. Das kann man dann auch auf die Krankenstandstage, auf die Betriebsunfälle. Es gibt Indikatoren, die sind gut messbar, und da stehen die qualitativen Werte in ihrer Bewertbarkeit oder Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern, Anzahl von Frauen in den Führungsgremien. Da gibt es ganz viele Indikatoren, die sind gut und ähnlich exakt messbar wie in der Finanzbilanz. Damit möchte ich aber überhaupt nicht sagen, dass es keine schwer messbaren Ziele und Werte in der Gemeinwohlbilanz gibt. Es ist natürlich der Fall, aber es braucht hier keine Hochpräzisionsmessgeräte im externen Audit, sondern es braucht eine ungefähre Bewertung in Erreichungsstufen. Wir haben 4 Erreichungsstufen. Das sind eben die Anfänger, die ersten Schritte machen. Das sind die etwas Fortgeschrittenen, das sind die schon Erfahrenen und die Vorbildlichen. Weil letztlich braucht man ja nur 4 oder 5 zum Beispiel Steuerklassen. Ich mache es gleich an einem Beispiel. Die Stadt Portland in den USA, das ist so eine angewandte Gemeinwohlökonomie, was ich jetzt berichte, besteuert Unternehmen, die eine Ungleichheit jenseits des Faktors 100 zwischen den höchsten und den geringsten Einkommen zulassen, mit zusätzlich 10% Unternehmensgewinnsteuer. Und wenn die Ungleichheit den Faktor 250 übersteigt, dann ist die zusätzliche Unternehmensgewinnsteuer 25%. Mhm. So ungefähr stellen wir uns das vor. Das Aufkommen der Unternehmensgewinnsteuer bliebe konstant, das heißt aufkommensneutral. Aber je schlechter das Gemeinwohlergebnis, desto höher der Steuersatz in Richtung bis hin zu 100%, also bis hin zur Konfiskation des Reingewinns eines Unternehmens. Und am anderen Skalenende kann man bis auf 0% hinuntergehen. Also die Vorbildlichsten, die Gesellschaft voranbringen durch soziale und ökologische Innovationen, ja, die kann man dann eigentlich von der Gewinnsteuer befreien, um sie entsprechend anzuheizen. Jetzt haben wir uns auch gefragt, wer, also am Schluss muss es ja Menschen geben, die diese Bilanz aufstellen. Jetzt sind es natürlich irgendwie gerade, ist die aus dieser Gemeinwohlökonomie-Bewegung entstanden, die Bilanz. Habt ihr da Ideen, wie diese Bilanz aufgebaut wird, wer diese Bilanz am Schluss macht und wer das überprüft? Ja, die Wirtschaftsprüferinnen. In einer Abfolge von mehreren Ereignissen, nämlich Ereignis Nummer 1, die reine Ökonomik erinnert sich, was sie ursprünglich bedeutet hat, und wird wieder zu einer politischen Ökonomie. Vielleicht wurde das in anderen Podcasts gesagt, dass die Ökonomie eine normative Wissenschaft ist, eine moralische Wissenschaft, wie es Keynes gesagt hat. Das ist in ihrem Namen inbegriffen, weil Nomos, der zweite Wortbestandteil, der
der sagt aus, dass es sich um moralische Gesetze handelt, die, nach denen wir das Haus ordnen. Wenn das Naturgesetze wären, was die Neoklassik mit ihren Marktgesetzen alludiert, also worauf sie anspielt, dann müsste das auf Altgriechisch Oikos Logos heißen, Ökologie. Auch diese Wissenschaft gibt es, nur das ist auch verdienterweise eine Naturwissenschaft, weil die versucht, die Naturgesetze zu erforschen und zu verstehen, nach denen die Natur funktioniert. Die Ökonomie ist demgegenüber bewusst eine normative, moralische, eine ethische Wissenschaft, weil wir ja ein Ziel haben. Und das Ziel der Ökonomie ist das Wohl aller Haushaltsmitglieder im Verständnis von Aristoteles. Ne? Und an das sollten wir uns wieder erinnern. Und der zweite Teil, die Ökonomie war eigentlich eine Subsistenzökonomie von Kleinbauernhöfen, damals im alten Griechenland. Und es war sogar schick und es war sogar Teil des Verständnisses, dass es je unabhängiger vom Markt, desto besser. Das heißt, je unabhängiger ein Oikos von der Polis, desto besser. Im Zuge des Entstehens von Märkten und von Marktwirtschaften macht aber diese Trennung nicht nur keinen Sinn, sondern es macht eigentlich nur noch Sinn, das Ganze als politische Ökonomie zu bezeichnen. Erstens, weil es jetzt eben mehr um Märkte geht, statt um Subsistenzwirtschaft. Und zweitens, weil Märkte 100% menschliche und kulturelle Konstruktionen sind und von daher ethische Spielregeln für die Marktwirtschaft beinhalten. Von daher ist politische Ökonomie der doppelt bessere und treffendere Begriff als reine Ökonomie, weil es ja weder um Subsistenz noch um eine unregulierte Wirtschaft geht. Ne? Und von daher finde ich, wäre es begrifflich viel treffender wieder zu einer politischen Ökonomie, die sowohl Ethik beinhaltet. Adam Smith war ja Ethiker, er war Professor für Moralphilosophie und sein Kernkompetenzgebiet war die Ethik. Dass sozusagen die Wirtschaftswissenschaft wieder in Richtung einer politischen Ökonomie sich entwickelt mit Ethik, dass dann die Fachkräfte für Finanzwissenschaft und für Accounting, für Buchhaltung, Rechnungswesen, dass die dann eben nicht ausschließlich auf Finanzkennzahlen getrimmt und darin geschult werden, sondern ganzheitlich, ne? Sowohl Finanzkennzahlen als auch ethische Kennzahlen. Das heißt, es gibt dann keine abgespaltenen, keinen Separatismus zwischen den Zahlenmenschen. Also Zahlenmenschen werden ja beides. Ne? Es gibt das, was wir heute als Zahlenmenschen bezeichnen, sind ja Finanzkennzahlenmenschen. Und die Finanzkennzahlenmenschen, die Wirtschaftsprüfer von heute und die ethischen Kennzahlenmenschen, die Gemeinwohlauditorinnen, die es heute auch schon gibt, die würden wieder verschmelzen zu einem erweiterten Beruf, der heute schon gesetzlich geregelt ist, müssen wir gar nichts tun. Es muss nur einfach nur die Ausbildung verbreitet werden und dann wird in der mittleren Zukunft die ganzheitliche Wirtschaftsprüferin, die gleich viel Ahnung von Ethik und Philosophie hat wie von Rechnungswesen und Finanzbilanzen, die wird dann einfach den gesamthaften Unternehmenserfolg prüfen und nicht mehr einseitig die Finanzkennzahlen. Mhm. Und dann wird es die Infrastruktur der Gemeinwohlökonomie, die wir jetzt behelfsweise in einer Übergangszeit aufbauen, die kann man wie ein Baugerüst dann wieder abräumen. Ja, jetzt gibt es zum Beispiel auch die Kategorie gesellschaftlicher Sinn eines Produkts oder einer Dienstleistung. Das heißt, diese Prüferinnen, die jetzt zwar ganzheitlicher ausgebildet sind, müssten dann aber auch zum Beispiel unterscheiden oder feststellen, ob jetzt beispielsweise die Produktion von Kaffeemaschinen mit dem oder das Anbieten von Tanzunterricht einen höheren Sinn für unsere Gesellschaft hat. Habe ich das richtig verstanden? Annähernd, ja. Jedenfalls ist E1, also Sinn und soziale Wirkung von Produkten und Dienstleistungen das spannendste Thema überhaupt. Mhm. Viele Menschen bringt das sofort mal zum Verzweifeln. Ne? Wie kann man sinnvoll über die Sinnhaftigkeit von Produkten sprechen? Und deshalb haben wir jahrelang überlegt, wie wir hier eine sinnvolle Bewertung definieren könnten. Und wir sind dann aus meiner Sicht zu einem höchst sinnvollen Ergebnis gekommen. Wir haben entschieden, der Sinn des Wirtschaftens ist dann erfüllt, wenn das Ziel des Wirtschaftens erreicht wird. Und das heißt, wir müssen hier noch einmal, und das ist genau das, was die Neoklassikerinnen am schlechtesten können, das Ziel des Wirtschaftens definieren. Und auch der Wirtschaftswissenschaft. Weil wenn man in der Definition effizientes Management knapper Ressourcen ein Ziel sucht, da kann man lange suchen.
Das Einzige, was man in dieser Definition an Zielformulierung findet, ist Effizienz. Aber Effizienz in welcher Bedeutung, in welcher Währung und für welches Ziel, für welchen Zweck, das bleibt alles außen vor. Und deshalb muss man die Beantwortung dieser Frage mit der Neustellung der Frage nach dem Ziel und Zweck des Wirtschaftens beginnen. Und ich mache es ganz kurz. Ergebnis unserer Überlegungen ist, Ziel des Wirtschaftens ist letztlich die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen, tendenziell Grundbedürfnissen, lebender und zukünftiger Generationen unter zwei Bedingungen, nämlich unter Einhaltung oder unter dem Respekt der demokratischen Grundwerte. A, zum Beispiel nicht durch Sklavenarbeit und B, innerhalb der ökologischen planetaren Grenzen B. Das heißt eben nicht auf Kosten des Weltklimas. Ne? Das wäre so die Definition. Und genauso funktioniert die eins. Die erste Frage, die wir sind zwei Fragen, ein Querraster. Die erste Frage, inwieweit befriedigt dieses Produkt, dieses Unternehmen, diese Dienstleistung menschliche Grundbedürfnisse? Das heißt, wir schauen nur auf die Grundbedürfnisse, wie nah das an den Grundbedürfnissen ist. Und zweitens fragen wir dann, gäbe es eine ökologisch effizientere oder sozial verträglichere Form oder Alternative, das gleiche Bedürfnis zu befriedigen. Aus diesen beiden Komponenten, wenn man so will, X-Achse und Y-Achse, setzt sich das Thema E1 zusammen. Okay, das heißt, Produkte, die nicht Grundbedürfnisse decken würden, würden quasi gar keine Punkte mehr bekommen. Ja, oder sogar negativ. Also das ist ein ganz wichtiger Wirkungsmechanismus der Bilanz. Wir haben auch Negativkriterien, damit Produkte, die Schaden anrichten, nicht kompensiert werden können. Also damit, ich sage es immer platt, damit ein Atomkraftwerk, das Genderparität und allen den Spitzenlohn zahlt, trotzdem kein positives Bilanzergebnis erreichen kann. Damit deshalb gibt es auch Negativkriterien. Und wenn Produkte zum Beispiel die Gesundheit schädigen, dann werden sie negativ bewertet und nicht nur mit Null. Christian, warum glaubst du, dass genau die Bilanzierung so vielversprechend ist? Weil man könnte sich ja auch andere Instrumente und Wege überlegen, wie beispielsweise andere Gesetze, Regulierungen oder eben auch Steuern, die Externalitäten sozusagen verbieten. Also sowas wie eine CO2-Steuer, Vermögenssteuer oder Verbot von Verbrennern. Wieso ist die Bilanzierung dem einen Schritt voraus? Weil sie innerhalb der Reform der Marktwirtschaft auf die Grundfunktion und Wirkungsweise einer Marktwirtschaft abzielt. Vorweg geantwortet, wir kooperieren mit Reforminitiativen, die andere Bühnen des Wirtschaftens, nenne ich das gerne, behandeln und deren Stärkung vorschlagen, wie Gemeingüter oder wie öffentliche Güter oder wie Haushalte. Ich schlage ja vor, dass der Begriff der reinen Ökonomie müsste eigentlich der Haushaltsökonomie reserviert sein. Und die Neoklassik müsste sich deshalb eigentlich Krematistik nennen. Und eine sinnvolle Gemeinwohlökonomik müsste sich dann eben wieder politische Ökonomie nennen. Das nur so am Rande. Aber wir zielen sozusagen auf die Reform der Marktwirtschaft ab und wir wollen da nicht sozusagen einzelne Anreize in der Marktwirtschaft, sondern wir wollen die grundlegende Wirkungsweise der Marktwirtschaft, die wollen wir verändern. Und das ist letztlich die Zieldefinition und die Erfolgsmessung an der Erreichung der Ziele. Und das ist eben dieser Dreiklang aus Gemeinwohlprodukt, Gemeinwohlbilanz und Gemeinwohlprüfung. Und an die wiederum kann man alles andere, also wenn wir statt dem Bruttoinlandsprodukt das Gemeinwohlprodukt, dessen Wachstum anstreben, ändert sich alles. Aber wir würden einen Widerspruch beibehalten, dass Unternehmen prinzipiell profitorientiert wären, dass die sozusagen auf der betriebswirtschaftlichen Ebene wir den Kapitalismus weiterführen würden. Das stünde dann im Widerspruch zu einem volkswirtschaftlichen Gemeinwohlprodukt. Und wir wollen, dass eben auch die Betriebe nicht mehr kapitalistisch, sondern gemeinwohlorientiert sind. Und die Steuern würden uns dann als Anreizmechanismen, so wie die Finanzierung oder eben der Marktzugang oder die öffentliche Beschaffung, die würden dann sozusagen als Zusatzhebel dienen, um die gemeinwohlorientierten Organisationen in Vorteil zu stellen, aus ihrem strukturellen Wettbewerbsnachteil von heute herauszuholen und auf diese Weise effektiver die volkswirtschaftlichen Ziele, die dann im Gemeinwohlprodukt definiert sind, zu erreichen. Okay, Christian, dann kommen wir zu unserem bekannten Element für alle unsere Zuhörerinnen, und zwar der Fragentrommel. Zur Erklärung für dich, wir geben dir
jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest ganz schnell und intuitiv, welche beiden du wählen möchtest, ohne groß drüber nachzudenken und auch ohne Kommentare dazu abzugeben. Wir stellen dir 16 Fragen und du hast einen Joker. Also eine Frage darfst du sozusagen überspringen. Alles klar. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, die erste Frage ist, Buch oder Podcast? Buch. Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Politik oder Wirtschaft? Politik. Zeit oder Geld? Zeit. Mindestlohn, hoch oder runter? Hoch. Wien oder Madrid? Joker. Das ist sehr gut. Siehst du dich als Wissenschaftler oder als Aktivist? Jetzt habe ich keinen Joker mehr, gell? Dann als Wissenschaftler. Bedingungsloses Grundeinkommen oder mehr Sozialleistungen? Mehr Sozialleistungen. Mehr Staat oder weniger Staat? Meine Güte, mehr Staat. Wer trägt die Verantwortung, die Politik oder das Individuum? Die Politik. Frauenquote, ja oder nein? Ja. Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer? Erbschaftssteuer. Schwarze Null oder mehr Verschuldung? Mit der Erbschaftssteuer schwarze Null. Facebook und Amazon zerschlagen, ja oder nein? Ja. Green Growth oder Degrowth? Degrowth. Klimakatastrophe optimistisch oder pessimistisch? Pessimistisch. Danke dir, das war's schon. Cool. Und danke, dass du dich darauf eingelassen hast. Ja. Und hier nochmal auch ein Appell an unsere Zuhörerinnen. Wenn ihr spannende Fragen habt, dann schickt sie gerne per Mail oder bei Twitter. Du warst auch eine der wenigen, die sich wirklich an diese Ein-Joker-Regel gehalten haben. Ich habe es zwar beanstandet, aber ich habe mich dran gehalten. Okay. Sehr gut. Ja, wir hätten jetzt noch zwei kleine Fragen von Sebastian Thieme, der letzte Woche bei uns zu Gast war. Aufgrund der Zeit wirst du jetzt wahrscheinlich nicht so viel Zeit dazu haben, die zu beantworten. Wir würden sie dir aber trotzdem kurz stellen. Und zwar, siehst du Ansätze oder Konzepte in der Szene der pluralen Ökonomik, an die dein Konzept einer Gemeinwohlökonomie anknüpfen könnte oder mit denen er es weiter fundieren kann? Wenn ja, welche sind das? Also es sind so viele, dass ich vermutlich aus jeder einzelnen heterodoxen wirtschaftswissenschaftlichen Strömung größere Gemeinsamkeiten finden würde. Ich greife einige exemplarisch heraus, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, ich würde vielleicht gleich mit dem Bereich der Care-Arbeit beginnen, der Fürsorgearbeit als Erste. Das würden wir mit den feministischen Ökonomikansätzen, aber auch mit der Postwachstumsökonomie, die sich ja stark beeinflussen hat lassen von der feministischen Ökonomik, die ja in sich wieder vielgliedrig gestaltet ist. Und das beginnt mit der Bedürfnisdefinition, ne? Also ich wiederhole noch einmal, wir haben die Definition, dass Wirtschaften ist das Befriedigen von menschlichen Grundbedürfnissen. Und das heißt, dass das mit einer angenehmen Schwangerschaft, mit einer nicht invasiven Geburt, mit einer befriedigenden Stillzeit an der Mutterbrust, mit einem wohligen großgezogen werden einhergeht. Und das sind alles Grundbedürfnisse, die nicht auf Märkten befriedigt werden müssen. Auch Märkte versuchen, Muttermilch zu verkaufen und Kinderbetreuung, aber es muss nicht sein. Und das heißt, die Ökonomie beginnt dort, wo sie die feministische Ökonomik beschreibt. Geht übrigens sehr stark auch Hand in Hand mit der Ökonomie der Griechischen. Nicht nur was die Subsistenzperspektive, es war eine Subsistenzwirtschaft damals, auch was die Werte betrifft. Die Grundwerte der Ökonomie waren unter anderem Fürsorge, Kooperation, Großzügigkeit und Genügsamkeit. Das möchte man, gibt es eigene wissenschaftliche Arbeiten dazu. Das finde ich schon sehr spannend, dass eigentlich so der ursprüngliche Homo economicus, der war eigentlich eine Mutter.
weil er war fürsorglich, er war kooperativ, er war großzügig und er war genügsam. Und das, wow, das finde ich, muss man sich auf dem Herzen zergehen lassen. Das sind Fakten. Und noch ein spannenderes Faktum ist, dass der Begriff Oikonomia sich ableitet von einem früheren Begriff Oikonomos. Und dieser Erstbegriff, der der Mutterbegriff des Oikonomia-Begriffs ist, Oikonomos, bezeichnete eine Hausfrau. Das finde ich einfach nur interessant zu wissen. Und umso unverzeihlicher ist es, dass die Neoklassik sozusagen die Oikonomia überhaupt nicht behandelt und gar nicht beinhaltet. Das führt dann aber weiter, dass sozusagen die gesamten Fürsorgearbeiten von der Schwangerschaft bis zur Hospiz, dass die als öffentliche Güter angesehen werden in der Gemeinwohlökonomie und entsprechend honoriert werden. Das heißt, wer sich diesen gesellschaftlich wertvollen Arbeiten widmet, wird von der Gesellschaft großzügig gehalten und versorgt. Das finde ich einen ganz wichtigen Gemeinsamkeit mit der feministischen Ökonomik. Auch damit es besser möglich wird, eine radikale Arbeitszeitverkürzung und auch eine radikale Verringerung der Einkommensungleichheit, damit nicht die typischerweise von Männern verrichteten Arbeiten um so viel höher bewertet werden als die Fürsorgearbeiten. Eigentlich könnte man die Fürsorgearbeiten als am höchsten, also denen könnte man prinzipiell den Höchstlohn zumessen, weil sie in meinem Verständnis die gesellschaftlich wertvollsten aller Arbeiten sind. Ja, so weit gehen wir. Und in einer etwas durchtriebenen Formulierung schlage ich eine Volksabstimmung vor, dass Fürsorgearbeiten zumindest nicht geringer belohnt werden dürfen als Finanzdienstleistungen, weil sie für die Gesellschaft einfach objektiv wertvoller sind. Darum dürfen sie nicht geringer finanziert werden. Und ja, das ist, glaube ich, sehr stark inspiriert von der feministischen Ökonomie. Dann ökologische Ökonomik und Umweltökonomik. Nach einem vielleicht etwas oberflächlichen Verständnis wäre die Umweltökonomik noch immer Teil der Neoklassik, dass einfach manche Umweltschäden als Externalitäten im Nachhinein identifiziert werden und dann versucht man sie recht oder schlecht über Bepreisung zu integrieren, aber dann ist es oft zu spät und dann sind die Schäden angerichtet. Nö, also eine ökologische Ökonomik muss den Planeten und die Ökosysteme als Grundlage des Wirtschaftens verstehen, heilig sprechen mit meinen Worten, damit die überhaupt nicht beschädigt werden dürfen, damit sozusagen die Wirtschaftsfreiheiten nur innerhalb der ökologischen Grenzen stattfinden dürfen. Ich glaube, da könnten wir uns als eine Teilströmung der ökologischen Ökonomik verstehen. Und vielleicht ein drittes, die institutionelle oder neue Institutionentheorie. Also das sagen wir von Beginn an, also ich kritisiere sehr stark die Metaphorik, mit der Märkte transportiert werden, nämlich die Erforschung von Märkten. Ein Ökonom hat gesagt, Märkte sind ausgeforscht. Bitte was? Das sind ja keine Naturphänomene und auch Marktgesetze. Ich kenne niemanden, der mit dem Begriff Marktgesetze demokratische Entscheidungen assoziiert. Das finde ich eigentlich ein Schwerverbrechen der quasi naturwissenschaftlichen Neoklassik, dass sie hier eine Metapher verwendet, die vollkommen unpassend ist, nämlich eine naturwissenschaftliche Metapher. Märkte sind zu 100% kulturell und sozial konstruiert und deshalb auch zu 100% veränderbar und sie sollten designt werden, anstatt dass man sie versteht und erforscht und ihren Gesetzen gehorcht in einer marktkonformen Demokratie. Das ist dann das Ergebnis. Da haben wir einfach ein ontologisch anderes Marktverständnis. Sie sind vom Menschen gemacht und können deshalb verändert und sollen auch bewusst und demokratisch designt werden mit Institutionen. Und die Institutionen, die wir vermissen, die reichen eben von einer Publizitätspflicht für Unternehmen, die nicht nur die Publikation von finanziellen, sondern auch von ethischen Kennzahlen vorschreibt. Das passt perfekt in die Institutionentheorie. Es reicht bis hin über die internationale Steuerkooperation, dass der Kapitalverkehr an vollkommene Steuertransparenz und Steuerkooperation geknüpft ist. Das heißt, erst wenn andere Staaten kooperieren, gibt es als Folge freien Kapitalverkehr. Wir sprechen auch von einem Finanzkataster, der das Grundbuch ergänzt. Im Grundbuch sind Immobilienvermögen eingetragen, sowohl als
als geschütztes Eigentum als auch als Grundlage der Steuerpflicht. Und im globalen Finanzkataster werden alle Finanzvermögen eingetragen, sowohl als Grundlage der Eigentumsfeststellung als auch der Steuerpflicht. Das wäre sozusagen, und dann könnte man auch auf globaler Ebene mit einer Fusionskontrolle beginnen. Erst wenn es eine globale Fusionskontrolle gibt, darf man dann überhaupt einen Weltmarkt ausrollen sozusagen. Das wäre aus unserer Sicht die Voraussetzung. Und das Letzte, was ich noch ganz schön finde aus der ökologischen Ökonomik, ich kenne das dort nicht, aber so wie die Kate Raworth die Planetary Boundaries, also die ökologischen Grenzen des Planeten, weitergedacht hat zu ihrem Donut-Bild, habe ich den Donut weitergedacht zur Idee von ökologischen Menschenrechten. Und das wäre eben das, was der Planet der Menschheit pro Jahr erneuerbar schenkt, ohne dass sich die ökologischen Indikatoren und Ökosysteme verschlechtern. Also was dauerhaft möglich ist, das könnte man auf alle lebenden Menschen verteilen, also in 8 Milliardstel im Moment. Und das wäre unser ökologisches Verbrauchsrecht. Und das wäre sozusagen die Voraussetzung für das Wirtschaften. Und hätte den großen Vorteil, dass Menschen mit einer größeren finanziellen Kaufkraft dann trotzdem keine größere ökologische Kaufkraft hätten. Weil das ist so wie ein Stimmrecht bei der Wahl. Egal wie klug, auch wenn ich 5 Doktortitel habe, habe ich trotzdem nur eine Stimme bei der Parlamentswahl, weil das eben ein liberales, gleiches Grundrecht für alle ist. Und so wäre es mit den ökologischen Menschenrechten. Das wäre ein gleiches ökologisches Verbrauchsrecht, egal wie viel Kilo ich wiege und egal in welchem Land ich wohne und egal wie hoch mein Kontostand ist. Und das wäre aus meiner Sicht eben das Gegenteil von Ökodiktatur. Im Gegenteil, es wäre ein liberaler Zugang. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähnliche Gedanken auch Pro-Kopf-Verbrauchsrechte in der, gut, das ist wieder die ökologische Ökonomik, aber vielleicht ist die sozusagen unsere wichtigste Zwillingsschwester, weil halt derzeit neben den sozialen Verwerfungen die globalen ökologischen Probleme die größten sind. Ja, okay, ja, es scheint auf jeden Fall viele Anknüpfungspunkte zu verschiedensten Konzepten der pluralen Ökonomik zu geben, mit der Gemeinwohlökonomik. Ich würde jetzt langsam schon die letzte Runde einläuten, mit dem Blick auf die Uhr. Ja, Christian, ich glaube, wir könnten mit dir noch 3 Stunden über die Gemeinwohlökonomie reden und würden danach sagen, dass wir auch nochmal 3 Stunden drüber reden könnten, weil es so viele Aspekte hat und so ein großes Thema ist. Aber leider haben wir ja nur diese eine Stunde und da wollten wir jetzt noch vielleicht einen Blick in die Zukunft mit dir werfen. In Deutschland alleine gibt es ja 80 Lokalgruppen, aber die Gemeinwohlökonomie ist in über 33 Ländern vertreten. Und wir wollten fragen, bist du zufrieden mit der Entwicklung und wie geht es in den nächsten Jahren weiter? Ja, ich bin mehr als zufrieden. Wir hatten gar keinen Masterplan, wie wir begonnen haben. Wir haben einfach begonnen, aus einem Bedürfnis heraus, hier was Sinnvolleres vorzuschlagen, unseren Werten gemäß zu handeln und auch aktiv zu sein und nicht die Lösung von jemand anderem zu erwarten. Und dass diese Initiative sich in über 30 Staaten in 10 Jahren, wir haben vor kurzem unseren 10. Geburtstag gefeiert, ausbreiten würde, hätte ich mir nicht einmal erträumt, dass das Buch heute in 12 Sprachen vorliegt, dass es allein in Deutschland 100 Regionalgruppen gibt. Also das ist einfach nur großartig und scheint zu bestätigen, dass wir wirklich den Nerv der Zeit oder eben das Herz der Ökonomie und im Herz der Ökonomie sind ja die Menschen letztlich in ihrer natürlichen Lebenswelt getroffen haben. Und mir ist aber ganz wichtig, dass bei aller Begeisterung und bei aller Euphorie die praktische Umsetzung beginnt. Ne? Und die begeistert mich am nachhaltigsten, würde ich sagen. Das heißt, das erste bekanntere Unternehmen mit einer Gemeinwohlbilanz, wow, das war wirklich ein Ereignis vor 10 Jahren ungefähr. Und dann die erste Kommune, die eine Gemeinwohlgemeinde geworden ist, wow, das war echt Ankommen in der Realität. Jetzt gibt es die ersten Gemeinwohlregionen. Jetzt hat vor einer Woche der erste Leader-Manager bei mir hat mich kontaktiert und hat gefragt, wie er eine Gemeinwohlregion werden kann. Also das ist jetzt eigentlich schon eine Stufe höher. Oder aber, dass wir in Österreich ein erstes Gemeinwohlkonto eingerichtet haben. Für das haben wir heute gar nicht gesprochen. Also ich stimme zu, wir könnten 3 Stunden, dann nochmal 3 Stunden, dann nochmal 30. Und jetzt hat die erste Bank in Deutschland beschlossen, mit der Genossenschaft für Gemeinwohl
die sozusagen die kleine Zwillingsschwester der Gemeinwohlökonomie ist, ein Gemeinwohlkonto in Deutschland einzurichten. Mhm. Also diese ganz konkreten, praktischen Erfolge oder jetzt auch unter uns gesagt, dass wir jetzt sozusagen das theoretische Fundament der Gemeinwohlökonomie in einem Artikel in Sustainability from Neoclassical Economics to Common Good Economics geschafft haben zu veröffentlichen. Das sind so die konkreten Erfolge, die nochmal ganz tiefer gehen und stärker motivieren, aber dann in Kombination mit dieser hochfliegenden Vision. Ne? Also es ist sowohl diese Vision als auch pragmatische Umsetzungsschritte und dabei konkrete Erfolge gibt, das ist irgendwie das Geilste. Ja, Glückwunsch auf jeden Fall auch zum Jubiläum und zu den einzelnen Schritten und ja, viel Erfolg auf jeden Fall weiterhin. Ja, habe ich noch ein kleines? Ja, gerne. Annemine, weil du ja auch gefragt hast, wo ich die nächsten, also was jetzt noch fehlt und was sozusagen, damit das aus meiner Perspektive wirklich rund wird, ist tatsächlich das erste Gemeinwohlprodukt, das demokratisch komponiert wird. Wenn das geschafft ist, es gibt immerhin den ersten Auftrag dazu in einer spanischen Gemeinde, aber es ist noch nicht da. Aber wenn das geschafft ist und das an die Stelle, und sei es auch nur mal im Diskurs, an die Stelle des Bruttoinlandsprodukts tritt, dann würde ich mich einmal sehr beruhigt zurücklehnen und wieder meinen tänzerischen Neigungen stärker nachgeben. Sehr gut, das hört sich gut an. Auch dazu viel Erfolg in der Zukunft. Danke. Genau. Ja, unser Podcast wird auch wieder weitergehen und der nächste Gast steht auch schon fest. Es ist Tilman Altenburg vom Deutschen Institut für Entwicklungspolitik. Er ist nächste Woche bei uns und wir werden mit ihm über Industriepolitik und grüne Industriepolitik sprechen und wollten wissen, was du schon immer mal von ihm wissen wolltest, Christian. Ich habe mir da eine Doppelfrage, schwebt mir davor, nämlich was er zu einem Schuldenswap sagt, nämlich die reichen Länder erlassen den armen Ländern die Finanzschuld und im Gegenzug erlassen die armen Länder den reichen Ländern ihre ökologische Schuld. Das wäre sozusagen Teil 1 der Frage, aber daran angeknüpft, wenn wir da sozusagen mal diese Konten glatt gestellt haben, dann haben wir noch keine nachhaltige Zivilisation und von daher, was er dann zu dieser Idee von ökologischen Menschenrechten, die den Verbrauch von Naturressourcen wirklich pro Kopf beschränken und auf der Vorderseite der Medaille als Menschenrecht definieren und auf der Rückseite derselben Medaille als Schutzrechte der Natur definieren. Ob er sich das, wie er das bewertet und ob Teil 3 der Frage, ob er sich das als Kernbestandteil einer ethischen Welthandelsordnung vorstellen könnte oder wie er das einordnen würde. Das wäre meine Dreifachfrage als eine Frage verkleidet. Sehr gut. Und dann noch drei große Fragen. Aber gut, ja, auf jeden Fall sehr spannend. Vielen Dank. Ja, genau. Wir würden dann auch langsam zumachen. Noch so ein paar letzte Hinweise. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback zu unseren Folgen, gerne per Mail oder über Twitter. Wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen möchtet, dann könnt ihr das gerne über Patreon oder PayPal machen. Vielen Dank hier schon mal an unseren ersten Patreon, Theo. Wenn ihr nochmal schauen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt oder wenn ihr euch die Quellen dieser Folge anschauen möchtet, dann schaut auf unserer Homepage vorbei in derwirtschaft.home.blog. Ja, vielen Dank an alle unsere Zuhörerinnen fürs Zuhören und vor allem vielen Dank an dich, Christian, für das sehr spannende Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast hier in dieser Wirtschaft. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke. Ciao. Tschüss. Tschüss. Guten Tag euch. Tschüss.